Oh, ein Elfenhelm. Okay, jetzt hat es sich definitiv gelohnt. Missrift, Observation, hast du nicht gesehen, Dings. Und dann gibt es hier noch ein bisschen anderen Kram. Das ist ja alles wunderschön. Hat sich dann doch wirklich gelohnt. Den hatte ich schon. Nee, den hatte ich noch nicht. Der hat noch Gold dabei. So, haben wir hier noch irgendwas? Dwarven Metal Ingot. Den nehme ich auch mit. Scroll of Chain Lightning. Ich kann Chain Lightning schon, eigentlich. Aber es macht ja nichts. Kann ich, ist viel wert, kann ich irgendwie bei mir zu Hause lagern oder hast du nicht gesehen? Ich sollte vielleicht sowieso mal die ganzen komischen Schriftrollen irgendwie bei mir zu Hause abladen. Also, das lohnt sich vielleicht. So. Dann brauchte ich das hier vielleicht sogar tatsächlich. Dann musste ich hier vielleicht vorher hin, denn hier war ja der Schlüssel zum Observatory und es kann ja sein, dass das da hinten tatsächlich ist. Oder das war das Ding da vorne und ich habe wieder richtig schön meine Lockpicks verbraten für 19 Gold. Ich will nicht in die Farmerhütte, ich will hier dann vorbei. So, ach, Requires Key. Gut, dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Dann hat sich das ja direkt gelohnt hier. Dann musste ich ja tatsächlich dahin. Das hier sieht irgendwie nicht schön aus. Hier ist schon wieder ein toter Farmer. Das bedeutet, dahinter ist wieder irgendwas Böses wahrscheinlich. Haben wir hier ein Farmer Shield? Dann einmal bitte. Gavros, is that you? Nein. Aber so I'd in der almost given Art. up hope. Let me get the door. Da ist noch einer drin. Der lebt noch. Hallo. What the? Hallo. Who are you? What are you doing here? What have you done with Gavros? Der Typ, das war wahrscheinlich der, der am Anfang lag, ne? They ruined Tja. everything. Tot und so. Gavros is gone. There is no hope. He was supposed to return with the crystal. Without that, all our efforts are wasted. And you, if you're here for treasure or wisdom or anything, I'm afraid you've wasted your time. Das ist ungünstig. Was ist denn mit dem Kristall? I tried to tell Gavros, but he wouldn't listen. No, it won't be too cold, he said. Well, I was right, wasn't I? Folk is completely wrong by the time we got here. The cold had warped it. Gavros had a card. Ich weiß nicht, worum es geht. Left the rest of us here to fend off the damnable Falmer. Und wofür ist dieser Kristall denn da? Mostly mine, though Gavros took the credit. Aha. Secret, though. Official Synod business. Can't talk about it. Du redest in sehr, sehr kurzen Sätzen, mein Freund. Was machst du denn hier? Grand Council of the Synod. That's all you need to know. Na, I so. Might well ask the same of you. Running around by yourself in this dangerous place. Ich komme von der Magiergilde. Okay, wer bist du denn? What have you done with Gavros? Ach, toll, das hat ja super funktioniert. Er ist tot, das habe ich dir schon mal erzählt. Komm, lass mich in Frieden. Ja, was ist denn mit dem Kristall jetzt? Komm, lass mich in Frieden. Was? Ich habe einen Fokus. Ah, ich habe doch diesen Fokuskristall gefunden. Ist das das, was du haben möchtest? Aha. Ja, da siehst du mal. Ich komme vom College. Und ich möchte gerne diesen Stab haben. But you saved my skin, so maybe I could overlook the past for now. Ja, mach das mal. I'll explain on the way. Toll. No matter what Gavros said, this was my idea first. The council is going to know that when I get back. I was looking for using Guten this, Tag. This occupant. Da ist noch ein Raum. Hallo. Something Och Mann. Dwarfs, Dwarven Culture, Lavender. Hier liegt noch überall Zeug rum, das ich gerne mitnehmen möchte. Blup. Irgendwie interessiert mich das gar nicht, was er erzählt, aber passt schon. Red mal weiter, Freund. Ist alles prima. Lalala. Wow, okay. Das sieht wie eine sehr, sehr, sehr große Maschine aus. Eieiei. Na gut. Dann wollen wir mal. Irgendwie geht der schneller als ich, läuft aber langsamer als ich. Das ist ja nervig. Dann gehe ich jetzt mal halt vor.
Guten Tag. Eieiei, sieht ja interessant aus hier. Hübsch. Gefällt mir. So. Ja, das habe ich gerade schon angemerkt. Sicher, dass das alles so eine tolle Idee ist? Ich meine, wir machen hier irgend so eine komische Maschine von den Zwergen an. Wer weiß, was das Ding anrichtet. Dude, hast du mal darüber nachgedacht? Na gut, machen wir einfach mal. Hallo? Ah, das? Jep. Ja, ich will hier raus. Ja, und jetzt? Hallo? Activate. Und jetzt? Hallo? Habe ich nicht? Hat's nicht funktioniert? Ach, da oben muss ich hin. Okay. Yes. Oh, hier liegen ja Sachen rum. Haben wir denn da? Frostbite und Flames. Habe ich zwar beides schon, aber ist alles nicht unbedingt wenig wert. So, sonst nichts. Okay, dann halt sonst nichts. Und jetzt? Drück. Wow. Okay. Hallo? Drück. Ach so, ich verstehe. Ich glaube zumindest, ich verstehe. Ich muss die Dinger da so hinbauen, dass das... Das ist der ganz außen. Huch, jetzt ist es dunkel geworden. Das ist der, der müsste... Nee, ich verstehe es doch nicht. Ich dachte, die Dinger müssen da irgendwie unter die Strahlen oder so. Aber das scheint irgendwie nicht zu stimmen. Okay, das checke ich jetzt nicht. Wie geht das? Die sind jetzt hintereinander. Das ist ja schon mal prima. Ja, und jetzt, Moment, einmal bitte ins Journal gucken, wie funktioniert denn das? Bla 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 bla. To line up the beams of light. Das ist ja wunderbar, aber das geht ja nicht. Ich kann das ja offensichtlich da nicht so richtig hinstellen. Moment, ich rede mal mit dem Typen. Hallo, guten Tag. Something from me? Now the crystal needs to be focused. It was created so far away. We knew that some adjustments would have to be made. Ja, und wie? Cooling the crystal will cause it to expand or contract, which will change how the light passes through it. Aha. Spells to do that. Being from the college, I assume you know them already. Nein. There should be a few basic tomes around here somewhere in case your training is even more substandard than I've heard. Das right, hä? Jetzt muss ich das hier irgendwie anschießen oder was? Nee. Da stand irgendwas von Flames und hast du nicht gesehen. Verstehe ich nicht. Also hier lagen ja Flames und was war das andere? Sparks, glaube ich, ne? Dann suchen wir uns die Skills doch hier mal gerade raus. Sekunde. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwas bringt, aber gucken wir einfach mal. Flames und Sparks. So, was habe ich jetzt davon? Kann ich damit irgendwie irgendwelche Sachen erreichen? Sieht nicht so aus. Da irgendwas? Nein. Da irgendwas? Auch nicht. Hier irgendwie... Nö. Ich check irgendwie nicht, was ich hier machen soll. Und activate. Hier passiert doch gar nichts. Was willst du von mir? Was hätte ich jetzt... Was soll ich jetzt machen? Okay, also ich kann auf jeden Fall diese Dinger hier drücken. Das ist schon mal günstig. Ich weiß nicht genau, wo die hin müssen. Guck einfach mal... Ob das irgendwas hilft, wenn ich die so ein bisschen verschiebe, wo die überhaupt alle so hinschieben. Ach, guck mal, da sind auch auf... Moment. Das ist der äußere Ring. Da ist so ein Ding und das war's, ne? Ja. Okay, das heißt, ich kann das jetzt irgendwo hinschieben. Das muss scheinbar irgendwie da nicht. Nee, wo muss denn das hin? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch garantiert irgendwelche Lichtstrahlen da treffen, oder nicht? Auch nicht. Also ich kann die jeweils einmal komplett rundherum drehen. Haben wir irgendwie ein Buch, wie das funktioniert? Bla. Das interessiert mich, glaube ich, nicht. Da steht irgendwas über History drin. Dwemer History and Culture, das wahrscheinlich auch. Auch unwichtig. Gibt es hier irgendwo vielleicht einen Hinweis, den ich nicht gesehen habe? Warum sagt es mir denn, dass ich da irgendwas... Dass ich da irgendwas Magiemäßiges machen soll? Das erscheint mir irgendwie noch nicht so richtig logisch.
Das hier kann ich auch nicht irgendwie anhauen. Und die zeigen auch immer in dieselbe Richtung. So, einmal den drücken. Kann der vielleicht da hinten hin, weil da hinten zeigt auch so ein Teil hin. Nee, aber irgendwie, der fährt auch dran vorbei. Das heißt, ich kann die offensichtlich nicht mit dem Licht irgendwie zusammenbringen. Ich schieb da mal irgendwie. Aber dieses Schießen scheint auch irgendwie nicht viel zu bringen. Ha. Okay, ich bin verwirrt und das ist nicht positiv gemeint. Und das ist nicht lustig. Jetzt sind die untereinander. Das sind noch diese anderen Dinger, fällt mir gerade so auf. Diese Zwischenteile. Ich sehe schon wieder, das wird ein Rätsel, das wird mich Tage beschäftigen. Na super, das ist ja ganz toll. Okay, Leute, da sind wir wieder und ich muss leider euch gestehen, dass ich eine gute halbe Stunde, fast sogar wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde Content unterschlagen habe. Allerdings bestand der Content auch daraus, dass ich hier ziemlich planlos durch die Gegend geeiert bin und versucht habe, dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Das Ganze habe ich dann nach einiger langer Zeit resigniert abgebrochen und dann nachgelesen, wie das Ganze funktioniert, weil ich keine Lust mehr hatte, hier meine Let's Play-Zeit damit zu verbringen, dieses hässliche Ding rauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß jetzt, wie das geht, und zwar hatte ich vorhin den falschen Zauber, also ganz am Anfang, beziehungsweise für euch dann halt vorhin, den falschen Zauber benutzt. Die Bücher, die da auf dem Dings lagen, waren nicht Spark und Flames, sondern das war Frostbite und Flames. Und mit diesen Dingern kann man jetzt diese Teile da bewegen. Flupp. So. Und diese Dinger zeigen dann, oder sollen zumindest, auf einzelne von diesen Teilen zeigen. Kann ich das mal bitte hier einmal... Wenn ich da so drauf flame, dann geht das da oben hin. Und andere tun das dann. Der kann zum Beispiel, wenn ich da einmal drauf schieße, die müssen dann irgendwie auf die einzelnen Dings zeigen oder so. Wenn wir das mal... Na, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Können wir da mal... Okay, der zeigt schon mal dahin. Das ist gut, der zeigt dahin. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den oberen irgendwie... Ach nee, der obere... Och, der obere zeigt auch. Das ist ja prima. Okay, dann muss ich jetzt nämlich noch da oben die Spiegel verstellen und dann passt das auch. Dann haben wir das auch fertig. Dann funktioniert das hoffentlich. Wo ist denn das? Na toll, und das muss da in die ganz andere Richtung. Ich drücke einfach mal alle gleichzeitig, dann können sie sich alle mal drehen. Da wird mir ein bisschen schwindelig bei, aber irgendwann habe ich dann hoffentlich alle an der richtigen Stelle. So haben wir schon einen, dann ist noch keiner an der richtigen Stelle. Dann drehen wir mal weiter. Jetzt weiß ich gerade leider nicht, welcher ist. Wenn ich hier mal drücke, das ist der äußere. Okay. Wo ist der äußere? Der äußere muss da ganz hinten hin. Das wird dann der mittlere sein. Jo, okay. Rechts ist außen, damit ich das, den rechten, beziehungsweise damit ich keinen von denen überdrehe. So, der steht jetzt richtig. Das ist der innere. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir den noch und den mittleren müssen wir auch noch einmal. Und dann müsste das eigentlich passen. Zack und zack. Okay. Aha. Sieht aus wie eine Karte. Aha. In Winterhold? Zufällig, ganz zufällig die Kugel, die ich gefunden habe. Wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Also wovon ist das genau eine Karte? Das ist doch nicht... Ist das Skyrim tatsächlich? Nee, das kann nicht sein. Das müsste die Karte von dem kompletten Kontinent sein. Das hier könnte Morrowind sein. Oder wie heißt das? Vatenfell, glaube ich, ne? Mit dem Vulkan in der Mitte. Dann müsste das hier eigentlich Skyrim sein. Und da oben, das ist das die Interference, ja? Und das da ist, wo ich gerade bin oder so. Kann das hinkommen? Ich weiß es nicht. Ich rede einfach mal mit ihm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Ding zum Laufen gebracht. That our efforts have been for nothing? Well, explain yourself. Hallo? Was ist denn los? Was möchtest du denn? Everything is wrong. Everything. Whatever you have at that college has completely interfered with our work here. Da kann ich doch nichts für. Hör auf mich anzuschreien. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich weiß echt nicht, worüber du redest. Oder ich habe keine Ahnung.
beyond anything I've anticipated. What is it? Wir haben da diese komische Kugel. The Eye of Magnus. Well, ja. I suppose that that means what I think it does. Well, that's interesting. Ja. Schön. Kannst du mir jetzt helfen, den komischen Stab zu finden? Staff. Interesting. I can't explain the details. That would be giving away many secrets the city has learned over the years. Das ist mir eigentlich wurscht. Also, I doubt you'd be able to comprehend the details. Ich glaube, es hackt jetzt. Komm, erzähl. It was the inspiration for this idea. Instead of projecting the sky, we project all of Tamriel and then harness the latent energies to overlay the positions of. What's important is that all of this work was designed to reveal to us sources of great magical power. Aha, okay. To help safeguard the empire, of course. Also ist das da magical power und das da. Okay, das ist also das Auge. Okay, und das ist dann, ups. So, Mage from Winterhold. Despite your intentions, I've beaten your little game. Even if all you've said here is lies. I know you have something. Ich hab dir die Wahrheit erzählt. Was möchtest du denn? So fine. Trudge off to Labyrinthian in search of your staff. I shall return to Cyrodiil and deliver my full report. Du hast irgendwie total eine Klatsche. Ich brat dich gleich um. Genau, hier, du warst hier zu lange, du bist verrückt. Ja, bist du. Ja. Du hast einen an der Klatsche, hast du. Also mal ganz im Ernst. Okay, also der komische Stab, der ist in diesem Labyrinth hier, ja? Schön. Dann hole ich mir doch. Das ist doch schön. Because I know you're hoarding something even more important at your college. The council will be informed of this. They will find out. Ja, schön, mach doch. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Mach, was du willst. Ich würde den eigentlich ganz gerne umbraten, aber na, er ist nicht feindlich. Ich lasse es lieber, bevor es da noch irgendwelche bösen... Na toll. Was dann noch irgendwelche bösen politischen Konsequenzen gibt oder so. Egal, gehen wir halt und holen uns diesen komischen Stab. Aber vorher möchte ich ja gerne noch rechts hier in diese komische Dings rein. Wenn das denn... Oh. Hallo? Das sieht... Ah, ich wollte gerade sagen. Nach so einem komischen Psychic Order-Typen aus. Rise to the challenge and discover what you are capable of. You are on the right path and you will prevail. Aha. Ich mag die Typen irgendwie, ich will das auch können. Ja gut, ich wollte trotzdem hier rein. Ist das sogar irgendwie der Ausgang oder so? Kann das wohl sein? Das wäre jetzt ziemlich logisch. Unlock. Skyrim. Oh, ich komme tatsächlich hier raus. Das ist ja prima. Und ich muss nicht mal irgendeinen großen Weg zurück durch den Dungeon gehen oder irgendwas. Das ist ja total awesome. Okay. Der hat mir gesagt, ich soll ganz schnell zurück zum College gehen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Da müsste ich ja theoretisch jetzt sowieso hin. Oh, endlich Freiheit. Einmal tief durchatmen hier. Schön. Ja, also zum College. Da wollte ich hier sowieso hin, weil ich weiß ja jetzt, wo der komische Stab ist. Und das musste ich dem Erzmagier sagen. Ich weiß nicht, irgendwem würde ich das jedenfalls wahrscheinlich ganz gerne sagen. So, wo ist denn hier? Das College ist da vorne. Okay, hier bin ich und da oben ist das College. Ich könnte jetzt natürlich fast traveln, ich glaube, aber nein. Ich werde nach Winterhold gehen und von Winterhold dann die Kutsche nehmen. Wie komme ich hier? Komme ich überhaupt irgendwie runter? Ich stehe hier so mitten auf dem Berg, kann das sein? Erstmal mache ich jetzt wieder hier meinen Schaut an. Wo haben wir ihn? Schaut sind da. Den da. Wusch, sage ich dazu mal. Okay. Gut, und dann gibt es hier offensichtlich dann mal wieder eine kleine Tour Bergsteigen mit Snizzle hier schön den Berg runter. La la la. La 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 la. La 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 la. Ich könnte jetzt anfangen, irgendwelche Wanderlieder zu singen. Ich lasse es. Ich kann nicht singen. Habe ich, glaube ich, schon mal angeboten, mehr oder weniger nicht. Ich habe schon mal gesagt, dass ich nicht singen kann und deswegen keine Wanderlieder singen werde.
zumindest wahrscheinlich nicht. Wenn mir irgendwann mal ganz langweilig ist, dann mache ich das bestimmt mal. Wo bin ich denn? Ach so, okay. Also ich muss auf jeden Fall hier um den Berg rum, das passt also schon mal. Oh, und da geht der Schnee weg, das ist doch super erfreulich. Und wurde auch einfach mal Zeit. Da vorne ist irgendwie eine Mine, aber ich habe überhaupt keinen Platz im Inventar. Das heißt, irgendwie lohnt sich das nicht für mich, da die zu erkunden. Außerdem hatte ich eigentlich den Plan gehabt, mal langsam hier ein bisschen mit den Storys voranzukommen. Ich laufe sowieso schon viel zu viel durch die Gegend rum und verbringe viel zu wenig Zeit damit, irgendwelche Quests zu erfüllen. Hüpf. Okay, da oben ist irgendwas. Ich möchte das zumindest mal erkunden. Was haben... Ruckel, ruckel. Hier ist eine Brücke. Meine Maus ist ein bisschen... Die nervt gerade ein bisschen rum. Ich weiß nicht genau warum. Die verstellt sich irgendwie immer. Komm, hoch da. So, und hüpf. Und wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Man gebe mir einen Hinweis. Was? Nasulbur. Na gut. Gesundheit. Da vorne ist irgendwie... Was haben wir denn da? Ein Turm. Da ist ein Tor, hier ist ein Turm. Kann ich mal auf den Turm drauf? Hallo. Ach, da ist die Treppe. Okay. Huch. Was? Naja. Ich hatte irgendwie, war da gerade... Ich bin automatisch nach links gelaufen, obwohl ich nichts mehr gedrückt habe. Was haben wir denn da? Yellow Book of Riddles. Okay. Ist unwichtig. Ist schon mal schön. Was sind das da für Leute? Guten Tag. Ob ich da mal hingehe? Moment. Speichern. Hallo. Wer seid ihr? Open Gate. Guten Tag. Was sind das hier für Leute? Hallo. Hallo. Was? Du bist ein Ork. Okay. Ein Ork. Gibt's hier noch mehr Orks? Ja, hallo, du bist auch ein Ork. Ist das ein komplettes Ork-Camp hier? Chief, hallo. Tja. Nee, ich möchte aber eigentlich gar nicht groß mit euch hier. Ich mag keine Orks. Bist du ein Alchemist oder eine Alchemistin? Okay. Ja, im Prinzip bin ich ein Alchemist auch. Das ist richtig. Ich kann dir mal ganz viel komischen Crap verkaufen, den ich im Inventar rumtrage. Wie wäre es denn damit? Hier haben wir zum Beispiel ganz viele komische Gifte, die... Das war die falsche Taste. Die ich alle nicht brauche. Und jetzt nervt mich schon wieder das Addon ein kleines bisschen rum hier. Die Potions behalte ich mal. Das brauche ich nicht. Stamina Potions braucht auch kein Mensch. Lightfeed kann auch weg. Magicka brauche ich. Poison weg. Stamina weg. Light Armor Skill braucht auch kein Mensch. Conjuration kann auch raus. Resist Poison kann auch weg. Auch wenn mich das... Spiel, lass mich die ordentlich verkaufen hier. Ice Race Essence kann auch weg, denke ich. Das kann auch. Und jetzt habe ich... Jetzt kann die sich nichts mehr leisten. Das ist traurig. Okay, was haben wir denn hier? Ein Hirsch. Ein toter Hirsch. Ist das hier? Ja, es ist stehlen. Dann lasse ich es mal lieber. Sonst ist hier nichts. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter hier auf dem Weg zurück nach Winterhold. Also, okay, hier so eine Ork-Festung. Ich glaube, das ist die erste Ork-Festung, die ich in meinem ganzen Spiel gesehen habe. Habe ich nicht mal in... Also, Festung natürlich, in Anführungsstrichen. Aber ich habe nicht mal mit meinen anderen Charakteren sowas gesehen. Das ist Eisenerz, kann ich sowieso nicht abbauen. Warum halte ich da überhaupt an? Lohnt sich sowieso nicht. Ich hätte vielleicht gerade den Alchemie-Tisch benutzen sollen, um selber Tränke zu brauen. Wobei, eigentlich ist das Blödsinn, weil die Tränke sind schwerer als die Ingredien. Ingredien? Ist das eigentlich ein deutsches Wort? Ingredenzien oder so. Vielleicht dann schon eher, oder? Was haben wir hier? Das sieht wie ein Lager aus von irgendwie Jägern oder so. Huch. Och, nö.